Der Marc May, der Jean-Marc Lanz und der Alexis Vernet sind nicht nur Profis am LGE. An ihrer Freizeit malen sie auch gerne und haben hier ihren ersten gemeinsamen Vernissage am LGE gehabt. Michel, der Yannick und der Cedric waren da und haben noch mal den Künstler geschwärmt. Ich denke, für uns zu fangen, kurz so, wie lange du schon malst. Also ich mal im Center, dass ich mich erinnern kann, kommerziell, dass ich Ausstellungen mache im Center 1995. Ich habe immer nie verlernt gemalt, ich habe nie gedacht, dass ich jemals mit der Kind überleben kann. Und hier im Land, als das nicht mehr zwei oder drei Leute gehen, wie überhaupt mit der Kunst überleben, das heißt, die müssen einen Schwa treffen. Und ich habe gerne eine Schule. Und dann nie verlernt, malen ich dann eben als Ausgleich. Ich habe immer gerne gemalt, dass ich mal das ist. Und das war natürlich am Anfang mehr figurativ. Oh, das müsste so die Zeit von Rune gewesen sein. Und angefangen, dann ein bisschen Ausstellungen gucken zu gehen. Und da ist mir aufgefallen, dass das etwas auch, wenn die mich auch von uns sprechen, ein bisschen mit der abstrakten Kunst. Dann habe ich mal angefangen, ein bisschen selber zu probieren. Und das hat mir immer mehr gefallen. Und schlussendlich wäre das abstrakt. Ich habe schon immer gemalt, schon als Kind, als Schüler, an der Schule und schon angefangen mit Malen. Und dann also wussten, dass das immer weitergegangen und zwar als Hobby normalerweise nicht mehr wert, aber Kunst. Kinder, vielleicht ein hier kurz euren Stil erklären. Das neoprimitivistischen Ethno-Grunge nennt ihn das. Das heißt, der hört einen ganzen Kopf Gips und einen ganzen Kopf Gesso. Der klagt das auf die Leinwand und der guckt dafür nach anderen Sachen drauf dabei zu klagen. Und dann schmiert er ganz viel Farbe drüber. Und dann hat noch wer näher dort und er hofft, dass der Leute gefällt. Ja, es sind ziemlich influenziert von den englischen Aquarellisten, so rund um 1800. Wie gesagt, der Stil, also zur Platz zu machen, da draußen, sich inzwischen hinzusetzen, auf einen Liegestuhl, sein Wasser finden überall, sein Feuer, wenn die passen, an einen kleinen Küst. Und dann da zu malen und zu versuchen, den Effekt von der Lut, den Moment zu kapieren. Also mein Hauptthema ist die Mauern. Ich würde gerne den verwitterten Effekt von Mauern, der ein bisschen fut ist. Und das ist eigentlich auch das, was ich machen will. Und ich probiere auch los an los, auf Monochrom zu kommen. Das heißt, ein Bild zu machen, eine Mauer zu machen, die eng vorführt und die aber trotzdem expressiv ist. Was ich aber bisher noch nicht fertig habe. Das muss ich auch sagen. Kinder, uns nach Fleidank hier kurz ihr Lieblingsbild weisen. Das ist durch reinen Zufall das Bild, das gerade hier da ist. Und das ist mein Berliner Bild und das heißt Lärmgelände. Das Schlosshai von Hölmes. Kann ich euch nicht weisen, weil ich kann euch nur entweisen, dass das mein Letzt, was ich gemacht habe. Weil mein Letzt, was ich mache, ist immer mein Lieblingsbild. Das ist das eine von denen, die da hinten sind, in der Mufang, mit den gelben Streifen dran. Aber wenn ich nur mehr mache, mit einer geringen Streifen, dann ist das mit der geringen Streifen.